So Leute, da sind wir beim nächsten Blacky Talk und auch dem ersten neuen Blacky Talk jetzt auf Spotify, für die Leute, die auf Spotify zuhören. Ansonsten, wenn ihr auf YouTube schaut, hi, das kommt auf Spotify, falls ihr es da lieber hören wollt. Und ja, heutiger Thema sind Regeln. Ihr wisst ja, die meisten zumindest, ich bin Level 2 Judge und spiele das Spiel schon seit sehr, sehr, sehr langer Zeit und auch auf Turnieren und ähnliches. Dementsprechend bin ich sehr regelbezogen, sehr regelverbunden und ich will ein paar Themen ansprechen, was diese Regelsachen angeht. Weil erstens, es wurde unter einigen Videos, gerade bei Radio Ravnica, drunter kommentiert und auch die Frage gestellt, hey Leute, warum gibt es die Regeln eigentlich nicht als Buch? Da habe ich mich erstmal gefragt, okay, Wie will man diese Regeln als Buch haben? Die Regeln ändern sich alle 2 bis 3 Monate, weil neue Sachen dazukommen. Das heißt, du müsstest alle 2 bis 3 Monate ein Update haben. Zumindest was Fähigkeiten und sonst was angeht. Die sind ja auch in den Regeln festgeschrieben. Jede einzelne Fähigkeit ist in den Regeln beschrieben. Ob das jetzt Bushido ist, ob das Ninjutsu ist oder ob das Dredge ist. Die sind alle beschrieben und müssen sie auch, damit die Regeln korrekt sind. Und da habe ich mir gedacht, okay, meine erste Reaktion war, nein, auf keinen Fall. Kann man niemals drucken, was soll das? Und da habe ich mich daran erinnert, es gibt Quickstarter Guides. Die gibt es, gab es. Immer in diesen kleinen Starter Packs, also diese Decks, die man da manchmal hatte. Das ist schon ein bisschen her, weil die gibt es ja schon ewig nicht mehr. Wir haben ja noch diese Anfänger Booster, die euch auf Arena leiten. Und da habe ich mir gedacht, ja, wie macht man das? Und dann habe ich mir gedacht, nee, es gibt keine, wirklich keine Möglichkeit, wirklich hinzugehen und zu sagen, hey, wir spielen jetzt nach diesen Regelbüchern. Dementsprechend, nein, Regelbücher kann man nicht drucken. Zumindest nicht das gesamte Regelwerk in Magic. Es gibt Internetseiten, mehrere, wo das Werk immer wieder veröffentlicht wird und immer wieder aktualisiert wird und gezeigt wird und ähnliches. Dort nachgucken bitte. Das Einzige, was ginge, wäre ein Grundregelwerk, wo das ist dann wahrscheinlich nur 3 Seiten lang oder so, erklärt wird, wie man Magic spielt. Und das sind diese Quickstarter-Guides. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja ums richtige Regelwerk. Und naja, das richtige Regelwerk, nee, keine Chance. Das kriegt man nicht gedruckt und in keiner gedruckten Version. Es macht absolut keinen Sinn, das zu drucken. Wenn sie das noch anfangen zu drucken und wir uns das dann kaufen müssen, weil es nicht mehr online gibt, dann werden wir arm, weil wir dann zu jedem neuen Release so ein kleines Beiheft kaufen müssen und wir dann irgendwann wie so ein Pen-and-Paper-Spieler enden, der 50.000 Bücher mit sich rumschleppt. Das ist nicht cool. Also hört auf, danach zu fragen. Am Ende machen sie es wirklich noch. Das wäre wirklich schlimm. So viel zum Buch. Das können wir mal beiseite stellen. Und dann kommen wir zu der nächsten Frage. Ja, okay, wie kann man denn dann die Regeln lernen? Ich habe dann aufgesagt, Magic lernen kann man sehr, sehr gut dem Freunde eines beibringen. Aber nicht jeder spielt die Regeln richtig. Dazu kommen wir später noch. Aber Magic Arena, so sehr ich dieses Programm auch nicht unterstützen möchte, ist dafür sehr gut. Die Grundzüge von Magic, von dem Spiel, von allem, was dieses Spiel ausmacht, zu lernen, ist Magic Arena ein wunderbares Programm. Die Tutorials, seien sie noch so kitschig, sind wirklich gut. Sie erklären einem, wie man das Spiel spielt. Es ist der komplette Quickstarter-Guide mit ein bisschen In-Depth, weil noch ein paar Fähigkeiten erklärt werden, die besonders wichtig sind, wie Death Touch, Fliegend. So Sachen werden halt auch noch mit erklärt und man kriegt auf Arena ganz, ganz viele Sachen vorgegeben. Man vergisst nicht, die Karte zu ziehen. Man vergisst nicht zu enttappen und das in der richtigen Reihenfolge zu machen. Man vergisst Sachen nicht. Also das Programm übernimmt sehr, sehr viel für einen und gerade für einen Anfänger ist das großartig. Oder für jemanden, der wirklich viel spielt und nicht mehr gewohnt ist, Paperkarten zu haben. Aber dann auch gleich. Gott, heute sind so viele Themen mit den Regeln. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm, weil ich liebe Regeln. Ich liebe Regeln wirklich. Und deshalb finde ich es immer so schlimm, wenn Leute irgendwann die Regeln vergessen. Wir hatten das in der ersten Corona-Zeit im Lockdown, hatten wir das, wo Freunde zu mir angekommen sind und gesagt haben, ey Marc, ich habe hier einen Kollegen, der hat mit Magic angefangen, der spielt schon ein bisschen. Und seit der Arena spielt, kannst du den in der Pfeife rauchen.
Und ich so, hä, wieso das denn? Ja, der redet nicht mehr mit den Personen, der vergisst andauernd zu ziehen oder zu enttappen, weil das macht ja normalerweise Arena. Und ich so, oh nein, 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 macht nicht, bitte nicht den Fehler. Und genau das ist passiert. Dieser Mensch hat sich zurückentwickelt von den Regeln, weil er gesagt hat, na, Arena macht das doch alles für mich. Also was, wieso enttappen meine Papierkarten nicht? Ganz, ganz strange. Und das passiert sehr, sehr vielen Leuten, wenn sie von Arena wegkommen. Ganz viele Leute schreiben mir auch Kommentare und fragen, ey Marc, in der Arena ist das so und so. Und ist das wirklich so? Ist das ein Arena-Bug? Und ich so, nein, Arena macht das nur weird. Die Regeln ist ein riesengroßes Buch. Stopp, Internetseite, nicht Buch, ein E-Book könnte man sagen. Und dieses E-Book ist immens riesig und es stehen immens viele Sachen und auch viel, viel Schund. Es steht Vanguard erklärt, es steht hier Two-Headed Giant erklärt, also Schund in Anführungsstrichen. Es steht sowas wie, keine Ahnung, Plane Chase erklärt, falls man diesen Modus eben spielen möchte. Aber wichtige Sachen sind halt auch erklärt. Wie zum Beispiel, was passiert denn, wenn Karte A und Karte B aufeinandertreffen? Wenn ich zwei Replacements-Effekte habe, die auf dieselbe Karte zugreifen, was passiert denn dann? Das muss geregelt sein. Und das ist geregelt in den Regeln und nicht in Arena und Ähnlichem. Aber man lernt es nicht, weil man macht das einfach und im Notfall guckt man, was passiert und Arena wird das schon für einen regeln. Warum das passiert und wieso das passiert, das merkt man nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Hier geht es nicht ums Arena-Bashing, sondern es geht darum, dass auch viele Paper-Spieler sich nicht mit den Regeln anständig auseinandersetzen. Warum auch? Funktioniert ja alles. Natürlich, auf Turnieren sind Leute wie ich da als Judge, die ankommen und sagen, hey, kein Problem, mache ich dir, erkläre ich dir. Oder stell die Frage anders, dann kann ich dir eine Antwort drauf geben und, und. Dann macht das auch Spaß, dann ist das auch cool. Das Problem ist wirklich, wenn man einen Spieler hat, der in einer Commander-Gruppe zum Beispiel, kein Commander-Bashing, sorry, kommt gleich noch, der dann mit drei Freunden spielt und sich hinsetzt und sagt, das passiert jetzt so und alle nicken das ab und keiner hinterfragt. Und auf einmal hat man eine Interaktion, die überhaupt nicht so funktioniert. Ja, im Commander mag das nicht schlimm sein. Aber für die Integrität von Magic ist das schlimm. Finde ich zumindest. Ich persönlich, gerade als Magic-Enthusiast, liebe es, wenn Regeln funktionieren, wie sie funktionieren. Oder weirde Interaktionen rauszufinden. Oder wenn mich jemand ruft und sagt, hey, mein Board sieht so und so aus, was passiert denn jetzt? Und das freut mich. Da habe ich Bock drauf. Das ist das, warum ich Judge geworden bin. Das macht mir so viel Spaß. Natürlich macht das nicht jedem Spaß. Keine Frage. Aber ein Mindestregelverständnis sollte man haben. Das sehe ich mittlerweile nicht mehr so wie früher. Magic ist sehr, naja, Mainstream geworden, sage ich mal. Es ist nicht mehr dieses Nerd-Hobby der D&D-Spieler, die nicht mehr D&D spielen wollen, die im Keller sitzen und sich nie duschen. Das ist jetzt Yu-Gi-Oh! Egal. So oder so, wir haben ein Spiel, das unendlich komplex ist, wo die Grundregeln in keinem Kickstarter-Guide drin sind, weil wir gibt keine Kickstarter-Guides mehr, und Leute danach brüllen, Regeln zu bekommen. Aber die Regeln nicht bekommen, weil sie nicht einfach hingehen und sich ein E-Book durchlesen wollen und ein wirklich, wirklich, wirklich großes Regelwerk. Also ich weiß nicht, wie viele Seiten es sind, zwischenzeitlich waren es mal 300, batsch mich. Das will doch niemand lesen. Das macht doch keinen Spaß, selbst mir nicht. Aber die Integrität des Spiels ist dadurch halt meiner Meinung nach oftmals gefährdet. Natürlich, erste Regel ist, Magic spielen soll Spaß machen. Regel 0 sagt, man kann alles kommunizieren und spiel einfach so, wie es dir passt. Regel 0 finde ich so gefährlich, weil viele Leute dieses Regel 0 eben auch nicht nur auf ihr Commander-Spiel ausmachen, sondern so, ja okay, ich spiele eine Karte und dann sitze ich mit vier Leuten am Tisch und auf einmal reagiert der rechts von mir, dann der links von mir, dann der vor mir. Und ich denke mir so, darf ich auch noch reagieren? Weil im Commander, im Multiplayer generell, geht die Priorität im Uhrzeigersinn. Das heißt, du müsstest den ersten Spieler fragen, machst du was dagegen? Nein, du, nein, du, nein, du, nein, du, nein, okay, dann resolve der Spell. Das macht aber keiner. Leute werfen den in die Mitte und alle Leute fangen an, wie bei, keine Ahnung, Uno oder Halligalli Karten da drauf zu werfen. Und irgendwie schmeißt dann seine Hand da drauf oder so. Keine Ahnung. Das finde ich sehr, sehr schade. Weil, ja, es macht Spaß, es macht auch Sinn, dass Leute dann sagen, oh nee, ich möchte hier reagieren. Das machst du nicht. Aber dann wartet doch. Dann sag doch einfach, du, nein, okay, weiter.
Das hat zu Situationen geführt oder führt zu Situationen, die dem Commander allgegenwärtig sind. Das ist der Grund, warum es mich vom Commander abschreckt. Nicht, weil ich Commander als solches schlecht finde. Ich finde das System, 100 Karten zu haben und bitte nicht mit 50 Tutoren 50 Karten, sondern 100 verschiedene Karten zu haben, großartig. Multiplayer, bin ich der Erste, der schreit, hier, ich habe Bock auf Multiplayer. Worauf ich keinen Bock habe, sind Sachen wie, okay, ich hau dich. Ja, warte, da du mich haust, bevor deinem Angriff. Nein. Einfach nein. Das geht nicht. Es steht nicht in den Regeln. Und das finde ich so schlimm. Natürlich hat man das früher auch gemacht. Aber da war man 13 oder 14. Heute kennt jeder die Regeln. Jeder hat Zugriff auf die Regeln. Wenn man was nicht wusste, konnte man es damals nicht nachschlagen. Wir konnten nicht ins Internet gehen. Das Internet, das war Neuland für uns. Deshalb finde ich es so schwierig, mit Leuten auch darüber zu reden. Deswegen, das Thema ist auch ganz, ganz schwierig. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ein paar Leute sagen so, oh, was labert der für eine Scheiße? Ich habe da gar keinen Bock drauf. Ich will auch einfach Spaß haben. Und das ist auch voll okay. Wie gesagt, wichtig ist, dass jeder so spielt, wie er Spaß hat. Für mich ist es, ich spiele mit einer Menge Regeln. Ich folge Regeln und spiele das Spiel anständig. Ich gehe auch nicht bei UNO hin und sag, ja, Regel 0, grün passt auch jetzt auf blau. Warum kann ich das bei Magic? Ich meine, wir kennen alle das, gerade mit UNO, dieses Prinzip mit diesem, ich ziehe 2, ziehe 2, ziehe 2, ziehe 4, dass das nicht funktioniert offiziell in Regeln. Das wissen wir alle, dass das trotzdem jeder so spielt. Wissen wir auch alle. Aber ich finde es schwierig. Ich finde es wirklich schwierig bei so einem Spiel, was eben auch die High-Competitive-Szene hat, gleichzeitig auch auf der Low-Seite zu machen. Ich sag immer wieder, Leute, wenn ihr Interesse an Regeln habt, wenn ihr ein bisschen was lernen wollt, guckt auf der Judge Academy. Ihr müsst ja nicht Judge werden dafür. Ich habe ganz viele Leute, die tatsächlich von mir ein bisschen gementort werden, die sagen, hey, ich will nie Judge werden, aber ich will zumindest diesen Prozess mal durchlebt haben, zumindest diesen Regelteil davon, der sogenannte Rules Advisor. Das ist eine Gratis-Zertifizierung, die sich jeder holen kann. Jeder. Judge Academy anmelden, ein paar Kurse machen, ein bisschen was mit den Regeln rummachen, ein bisschen weiterbilden, fertig. Hast du eine Rules Advisor Certification. Kannst an einem Tag machen, wenn du Bock hast. Und ein bisschen Ahnung von Regeln. Wenn du das nicht hast oder kein Interesse an den Regeln hast, wie gesagt, vollkommen okay. Aber dann kümmere dich darum, dass du zumindest deine eigenen Interaktionen kennst. Und wenn nicht einfach sagen, okay, wir machen das so. Das geht halt nur auf Turnierebene. Am Küchentisch, am Commander-Tisch oder sonst was, da ist Politik all over. Und das wird auch immer so sein. Wir haben das Problem, dass ganz, ganz viele Leute, umso mehr Spaß sie im Spiel haben, umso weiter gehen sie weg von den Regeln. Und das ist halt schwierig bei Magic. Ich verstehe es auch nicht. Ich wiederhole mich auch so ein bisschen, aber ich verstehe es nicht. Wenn ihr das wisst, könnt ihr mir das gerne entweder über Instagram, Facebook, Twitter oder sonst wie irgendwie mal teilen oder in den Kommentaren bei YouTube. Irgendwie mal schreiben, ich kriege das mit und könnt ihr mal schreiben, so okay, haltet ihr euch an die Regeln, haltet ihr euch nicht an die Regeln? Das ist ganz kurz mal so in die Mitte reingeworfen. Und ich weiß es nicht. Dazu erreicht mich immer noch ganz, ganz viele Sachen, wo Leute mir schreiben, ey Marc, ich weiß nicht, wie die Regel funktioniert, kannst du mir das mal kurz erklären? Manchmal habe ich das Gefühl, die Leute sind zu faul zum Googlen, weil ganz, ganz viele Sachen wurden im Internet auch schon in irgendwelchen Foren, ja, früher gab es Foren, beantwortet, auch von Level 2 Judges, von Level 3 Judges oder Level 1, ist scheißegal. Von irgendwelchen Judges auch teilweise unterschrieben, gesagt, jo, das ist wirklich so. Und man muss ja nicht jede Regel selber kennen. Echt nicht. Regeln sind dafür da, um das Spiel im Progress zu halten. Und wie man Regeln findet, ist halt wichtig. Man kann es kurz googeln. Wenn man kein Google findet, also Google sollte man finden, aber halt wenn man auf Google nichts findet, dann geht man eben hin und sagt, ja, okay, dann frage ich jemanden. Ganz viele Judges und auch Judge-Kollegen von mir haben mir auch gesagt, ey Marc, wenn mir Leute bei WhatsApp schreiben und sagen, hey, wie geht die Regel? Dann antworte ich darauf nicht mehr. Und ich habe mir am Anfang gefragt, so, warum nicht? Und dann ist mir aufgefallen, jo, weil Leute aufhören zu googeln. Oder sich selber Gedanken zu machen, wie diese Regeln funktionieren können. Was passiert denn, wenn ich eine Kreatur habe, die sagt, wenn sie vom Feld in den Friedhof geht? Und dann habe ich eine Karte, die sagt, wenn sie in Feld im Friedhof statt, dass sie auf den Friedhof geht, wird sie exiliert. Ja, dann betritt die nie den Friedhof. Warum fragst du mich das?
Warum musst du dafür, das ist logisch. Und wenn du da nicht sicher bist, dann schau bei Replacement Effects oder google es. Und das fand ich sehr, sehr interessant, weil das mir letzte Zeit auch wieder vermehrt aufgefallen. Also jetzt nicht nur die Sachen so in Kommentaren oder Leute, die mir per Instagram oder sonst was geschrieben haben. Aktuell hält sich das alles noch in Grenzen, dass ich sage, jo, ich habe da Bock drauf. Manchmal dauert die Antwort, gerade bei Facebook, ein bisschen länger. Aber ich antworte darauf auf alles, weil ich da auch Bock drauf habe und weil ich das mag. Aber wenn man da nicht ganz so drin ist oder das nicht ganz so in der Öffentlichkeit steht, sondern nur die ganze Zeit von dem Local Game Store, von denselben drei Leuten, was gefragt wird, dann ist das für die Leute wahrscheinlich ziemlich uncool. Ich persönlich habe da mega Bock drauf. Ich finde es auch mal wieder persönlich ein bisschen traurig, wenn ich zum Beispiel bei uns auf dem Radio Ravnica Discord schaue. Wir haben so eine Regelfrageabteilung und die wird rege benutzt und die wird auch super beantwortet. Also ich finde es großartig, was da auch unsere Community leistet. Ich finde es nur mal schade, dass ich das nicht kann. Weil ich gucke dann immer zu spät da drauf und sehe dann, oh, eine Frage. Oh, die wurde schon beantwortet. Und das Maximale, was ich da machen kann, ist sagen, ja, ist wirklich so. Und das braucht niemand. Niemand braucht von mir die Bestätigung, das funktioniert so, wenn es die richtige Antwort ist. Das Einzige, wo ich intervenieren würde oder müsste, wäre, wenn es die falsche Antwort wäre. Aber ansonsten, Herrgott, was soll denn das? Warum soll ich denn da drunter schreiben, ja, das ist wirklich so? Und so Fragen habe ich ja teilweise bei WhatsApp auch bekommen. Da habe ich dann ein bisschen schnippisch zurückbeantwortet. Habe gesagt, hier, das, warum willst du das jetzt von mir wissen? Das ist offensichtlich, das weißt du. Da brauchst du keine Bestätigung für. Und deshalb, kümmert euch um Regeln. Versucht irgendwie, euch Regeln selber ein bisschen beizubringen. Die Grundregeln für eure Decks und auch so ein bisschen Interaktion darum. Es ist wichtig. Hört auf, nach einem Buch zu fragen. Niemand will ein Buch. Buch ist ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Und ja, ansonsten kann ich nur sagen, wenn ihr Interesse habt, schaut auf der Judge Academy und versucht, irgendwie an die Regeln dran zu kommen. Fragt befreundete Judges, ob sie euch etwas beibringen können. Und fragt nicht nur, wie funktioniert die und die Karte, sondern fragt, warum. Und lasst euch das erklären, wie die Interaktion ist. Weil dann müsst ihr beim nächsten Mal nicht wieder fragen. Und musst sagen, warte mal, die Karte, die genauso funktioniert wie die andere Karte. Wie funktioniert das mit den beiden Karten? Genauso. Warum? Weil. Und diese Erklärung führt dazu, dass wir wirklich, wirklich viel, viel machen können. Und einfach weiterkommen mit uns persönlich, in unserem Magic-Bereich und mit allem, was wir so uns umgeben. Regeln sind wichtig. Ihr müsst nicht übertreiben, ihr müsst nicht sein wie ich, der das übertreibt. Ihr könnt auch Commander weiterspielen wie Halligalli oder ähnliches, solange ihr Spaß habt. Bei Turnieren solltet ihr euch an Regeln halten und die Regeln kennen. Das ist auch einer der Gründe, warum man bei Competitive-Turnieren immer vorher sagt, das ist ein Competitive-Turnier, ich erwarte, dass ihr die Regeln kennt. Auf einem Competitive-Turnier möchte niemand einem erklären, ja, okay, dann enttappst du, dann ziehst du, dann darfst du ein Land spielen. Das nicht. Aber ihr dürft trotzdem Fragen stellen. Und deshalb zumindest ein bisschen was an Weiterbildung, gerade was Regeln angeht. Ihr würdet ja auch nicht Monopoly spielen, ohne die Regeln zu kennen. Lest die Regeln, guckt euch die Regeln an, aber lest sie nicht durch. Lest sie nicht, als wäre sie das heilige Buch oder sonst was. Sondern immer wenn ihr was habt, was ihr nicht wisst, schaut es nach, schaut die Regeltext davon nach. Lasst euch visuell erklären, warum das so ist und wie das funktioniert. Und dann sind wir bei Regeln, die wir alle verstehen, alle benutzen können. Dann brauchen wir kein Buch. Dann müssen wir nicht Leute für die kleinsten Sachen nerven. Und dann können wir Magic spielen, wie Richard Garfield es uns vorgegeben hat. Dementsprechend hoffe ich, ihr hattet Spaß an dem Decky Talk. Er ist ein bisschen kürzer wie sonst, das kennt ihr ja mittlerweile. Es ist, bei manchen Sachen habe ich ultra lang was zu quatschen, manchmal habe ich ultra wenig zu quatschen. Hier waren eben drei Teile. Eben ein bisschen Commander-Bashing, ein bisschen Paper-Rule-Book-Bashing und ein bisschen die Leute darauf aufmerksam machen, dass man nicht wegen jeder Kleinigkeit den Judge fragt. Und eben dazu diesen Aufruf ein bisschen sich weiterzubilden. Wenn ihr irgendwelche Regeln, Sachen habt, wenn ihr sagt, oh, da lagst du falsch, ich möchte Paper-Rulebook wäre nice und das wäre voll geil, wenn wir mit so einem riesen Tasche rumlaufen, mit so ganz vielen Heftchen und was nicht alles. Nice, voll nice. Oder wenn ihr sagt, hey, ich habe voll Bock,
jede Regelfrage zu beantworten. Hier ist meine gute WhatsApp-Nummer, solltet ihr nicht drunter schreiben. Aber ihr wisst, was ich meine. Schreibt es mir in die Kommentare, schreibt eure Meinung dazu. Sagt ihr vielleicht, boah, im Commander will ich gar keine Regeln haben, ich will ja Spaß haben. Oder sonst was. Wenn ihr Meinung dazu habt, schreibt sie unten rein. Es ist der Blackie Talk. Blackie Talk bedeutet, wir können alle unsere Meinungen äußern, nachdem ich nur erst gesagt habe, worum es geht. Und ja, seid lieb zueinander. Ihr könnt gerne auch miteinander darüber reden, miteinander diskutieren. Das wird auch immer mehr, dass die Leute aufeinander antworten und so weiter. Großartig. Liebe ich. Und das könnt ihr auch gerne machen. Ich muss nicht auf alles antworten. Ihr könnt auch teilweise untereinander aufeinander antworten. Aber seid lieb. Seid bitte lieb. Ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr dem gerne ein Like da lassen, wenn ihr noch nicht Abonnent seid. Ich habe 50% Leute, die meine Videos schauen, die nicht Abonnenten sind. Ich weiß nicht, ob das Leute sind, die kommen und wieder gehen oder Leute, die nur im Blackie Talk gucken. Abonniert mich doch bitte. Dann sehe ich auch so ein bisschen die Zahlen wachsen und sehe, ach, Leute haben Bock und sehe nicht nur irgendwelche Blackie Talks, die über 1000 Aufrufe haben. Und ich denke mir so, wo kommen die denn her? Und ja, das wäre nice. Und ansonsten, wie gesagt, Instagram habe ich, Spotify habe ich, beziehungsweise auch Anchor ist unten alles verlinkt, Facebook, Instagram, Twitter ist alles unten verlinkt. Guckt in die Beschreibung und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin.